Furchen im Schlamm und die ganzen riesen Trucks mit einem riesen Luxus-Tiny-House quasi hinten im Huckepack. Ich fahr da mit den Füßen nicht mehr hoch. Die fahren hier einfach hoch und ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich kommst du nicht mehr zu Fuß hier hoch. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde, heute aus Bad Kissingen. Denn Anna und ich haben uns überlegt, wir wollen gerne einmal auf die Abenteuerallrad, eine Messe rund um das Thema Offroad, Overlanding, Dachzelt und Co. Denn mit Dachzelt reisen wir inzwischen ja schon seit 4 Jahren, aber wir wollen nächstes Jahr das Ganze noch mit ein bisschen 4x4 ein bisschen mehr anwürzen. Und da steht auch schon was in Aussicht, ein Fahrzeug. Ja, und da wollen wir uns hier heute nochmal einiges an Inspiration sammeln. Jetzt als erstes sind wir hier auf dem Parkplatz gelandet. Der ist scheinbar ein ganz schönes Stück weit weg von der Messe. Wir fahren jetzt mit einem Shuttlebus zum Messegelände hin. Wir haben gerade schon gesehen, hier stehen schon super viele Leute in der Schlange, aber hier stehen auch schon super viele geile Fahrzeuge auf dem Parkplatz. Anna und ich sind beide super aufgeregt und tierisch gespannt, was euch hier erwartet. Wir haben gedacht, wir machen einfach mal ein Video und nehmen euch einfach mal mit von all den Eindrücken, die uns dort so entgegenkommen werden. Auf geht's! So, es ist absolut brechend voll. Hier stehen tausende Menschen an und warten auf diese Shuttlebusse. Deshalb wir uns jetzt, wie viele andere, auch dazu spontan entschieden haben, dorthin zu wandern. Wir sind 6 Kilometer vom Parkplatz, mal bestimmt eine Stunde unterwegs. Aber naja, da haben wir wenigstens was gemacht und können uns da oben nachher auch eine Currywurst holen. Und wahrscheinlich würden wir auch genauso lange anstehen. Also. Ja, das glaube ich auch, wenn nicht sogar länger anstehen. Also auf geht's. Geschafft. Jetzt verschaffen wir uns erstmal einen Eindruck. Heide, das ist krass, dass wir echt groß hier sind. Krass. Richtig schön. Und hinter dir ist das Bett. Ja, warte, ich geh mal schon zu dir und dann haben wir hier so ein Riesenbett. Da ist aber noch ein Durchgang. Schon geil, die Dinger. Also wir sind jetzt gerade noch mal am Stand von Delta 4x4 und hinter mir steht ein Mitsubishi L200. Und was ich bei diesen Pickups auch sehr, sehr geil finde, ist, dass man das Dachzelt, also nicht alle Dachzelte, aber viele, die vom Packmaß relativ klein sind, einfach hinten über der Ladefläche verstauen kann. Und hier mit diesem Rack, mit diesem Höhenunterschied ausgleicht, sieht das einfach, ich finde, das ganze Auto in gesamter Pickup wirkt so viel ästhetischer als ohne so ein Dachzelt. Das sollten wir uns auf jeden Fall mal merken. Erster richtiger Stopp hier am Stand von Pickup and Go aus der Schweiz. Und hier hinter mir sehen wir schon, was sie haben. Die haben so eine komplette Kabine, die hinten auf einen Pickup draufgeschoben werden kann. Da muss nur eine kleine Halterung vorher festgemacht werden. Dann kriegt man das wohl in 10, 15 Minuten drauf. Super cool, und die möchte ich euch mal zeigen. Ich fange erstmal von da an, was wir jetzt schon sehen können. Oben drauf ein Dachzelt, kann man mit oder ohne Dachzelt bestellen. Und hier eine schöne 270 Grad Markise. Richtig, richtig cool, aber kommt mal mit. Wir haben einfach eine vollständige Küche mit Wasseranschluss, Gasplatten. Hier drunter befindet sich die Gaskartusche. Hier ist ein Abwasserkanister drunter. Hier haben wir eine Kühlbox. Dahinter ist eine große Powerbank. Denn diese Box ist auch ohne das Auto vollständig autark. Obendrauf befindet sich noch Solarpaneele, die diese Powerbank laden. Und ja, wir haben einfach richtig viel Stauraum. Hier sehen wir schon 3 riesengroße Fächer. Kann man auch mit Schubladensystem hier machen. Besteck, Becher, süßes Gewürze und sowas. Wir gehen noch mal ein Stück weiter rum. Weil auf beiden Seiten befinden sich halt noch diese Fächer hier. Immer mit Licht, schön mit Dämpfern, ganz entspannt, ganz, ganz viele Stromanschlüsse. Ne? Für uns mit Kameratechnik wäre das definitiv eine wichtige Sache, dass man immer genug Strom hat. Hier sehen wir das Ganze nochmal, wie es im Einsatz aussieht. Und da unten sehen wir halt, wie das Ding dann im zusammengeklappten Zustand aussieht. Finden wir richtig geil, weil das so ein bisschen das, was das Dachzelt cool macht, vermittelt. Super flexibel sein, drauf aufs Auto und los geht's. Und das finde ich ja auch richtig, richtig geil. Also checkt gerne mal aus. Ich verlinke einfach mal alle Sachen, die wir euch ein bisschen genauer vorstellen, in der Videobeschreibung. Pickup and Go aus der Schweiz. Wir gehen weiter. Selbstgemachte Zimtschnecken. Lecker. So, ein ganz anderes Pickup-Kabinenkonzept als das, was ich euch eben vorgestellt habe. Ist so etwas. Das ist nämlich eine Wohnkabine, wo sich das Leben dann nicht nur außerhalb abspielen kann, sondern auch von innen. Man kann da nämlich rein. Wir haben hier das Fernwehmobil.
oben mit einem Ausstelldach. Ja genau, lässt sich auch genauso einfach hinten auf dem Pickup draufstellen und festmachen. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein, damit man sich was vorstellen kann, wie es da drin überhaupt aussieht. Ja, und hier kann man sich jetzt halt wirklich drin auch aufhalten. Wir haben hier eine große Sitzgruppe. Hinter mir ist ein Bett. Das kann ich jetzt hier einfach bis nach vorne rausziehen. Bis hier geht das circa. Dann haben wir da 2,10 Meter mal 1,60 Meter Liegefläche. Und wir haben halt richtig viele Gimmicks auch drin. Ne? Wir haben jetzt hier Kochplatte, einen Wasserhahn. Direkt hier neben der Kamera befindet sich noch ein Kühlschrank. Jede Menge Stauraum haben wir hier unten drunter. Oh, hier ist sogar einiges drin. Die schlafen ja hier auch. Der Vorrat der Messeaussteller hier. Ja, super cool. Das bedeutet, wenn das Wetter schlecht ist, kann man sich dann tatsächlich doch einfach mal hier reinsetzen. Hier befindet sich auch eine Tischplatte, die kann man hier hinmachen. Hier ist dann so ein schwenkbarer Arm. Die ist dann hier frei flexibel. Und man kann sogar, wenn das Bett komplett ausgezogen ist, immer noch hier hinten sitzen, dass einer im Bett liegen kann und der andere kann hier, was weiß ich, noch am Laptop arbeiten oder so. Vor allem stell dich mal hin. Wir können stehen. Wir können stehen. Das ist richtig, richtig cool. Ja, das ganze Ding wird dann einfach von innen schwupp zugeklappt. Und ja, das finden wir auch richtig geil, weil es hat auch wieder so ein bisschen diesen Dachzelt-Spirit. Man hat ein Auto, mit dem man im Alltag unterwegs sein kann. Kurz vor der Reise setzt man sich diese Kabine einfach drauf, fährt sonst wohin, ist voll Offroad-fähig. Schon praktisch. Schon geil, ja. Natürlich hat das ganze Ding hier noch viele, viele kleine Details und weitere Feinheiten und Gadgets und Gimmicks. Deswegen verlinke ich euch das auch einfach mal unten, denn hier könnte man ein eigenes Video von machen. Ich würde sagen, wir schauen mal weiter, was wir auf der Messe noch so entdecken. Na Freunde, wer kennt das Auto hier hinter uns? Das ist der Dominik, sein T6. Ich habe ihn angefasst. Nein, aber der hat wirklich ganz geile Skihalter. Guck mal mit, das wollte ich mir mal genauer angucken. So die Ski draußen am Auto, ich finde, das sieht einfach so geil aus. Ja. Schauen wir mal bei unseren Nachbarn aus Wolfenbüttel vorbei, bei GehoCab. Die sind hier mit ihrem Amarok und der Cora-Kabine und da springen wir jetzt mal rein. Da wollten wir schon immer mal reingucken. Ja. So, ein paar coole Sachen schon gesehen. Die meisten können wir gar nicht zeigen, weil hier so viel los ist. Irre, was los. Jetzt gibt's aber erstmal eine Bratwurst. Wir kommen hier aus dem Stau und gerade gar nicht mehr hoch. Die Leute unter euch, die Offroad schon lange kennen, für die ist das vielleicht nichts Besonderes, aber hier sind so krass tiefe Furchen, nicht halbe Meter tiefe, fast Furchen im Schlamm und die ganzen riesen Trucks mit einem riesen Luxus-Tiny-House quasi hinten im Huckepack. Ich fahr da mit den Füßen nicht die mal hoch. Die fahren hier einfach hoch und ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich kommst du nicht mehr zu Fuß hier hoch. Boah. Alter, ist das krass. Das ist so spannend schon allein zuzusehen. Das ist verrückt. Richtig geil. Diese Spuren, die wirken gar nicht auf dem Video. Die sind einfach, keine Ahnung, einen halben Meter. Also wenn ich da in die Mitte reinstelle, bin ich bestimmt fast bis zu den Knien im Schlamm. Und dann kommt gleich der nächste wieder, der nächste Schwergewicht hoch. Also du. Wollt ihr mal wissen, wie es in so einem Gefährt hinter mir aussieht? Ich zeig's euch. Wieder zurück am Parkplatz angekommen. Für uns geht es leider schon wieder zurück nach Hause. Zeit ist um. Wir haben echt nicht alles gesehen. Nicht alles gesehen und konnten leider auch echt nur einen winzigen Bruchteil dieser Messe in diesem Video rüberbringen. Wir waren jetzt anderthalb Tage ungefähr dort. Anderthalb Messetage, aber wie gesagt, nicht alles gesehen und man hätte definitiv noch länger bleiben können. Genau. Also wenn ihr mal hier sein solltet, nehmt euch ein bisschen Zeit mit und kein Stress
und besucht. Aber seid pünktlich morgens, damit ihr euch vielleicht den Marsch ersparen könnt. Ja, genau. Jo, vor uns geht's jetzt zurück. Welches Auto wir in Zukunft in Aussicht haben, das könnt ihr ja mal erahnen nach diesem Video. Beziehungsweise schreibt es mal gerne in die Kommentare. Eine Art Auto es sich handelt. Ja, ansonsten, vielleicht sieht man sich nächstes Jahr auf der Messe, weil wir kommen bestimmt nochmal wieder. Vielleicht stehen wir nächstes Jahr dann sogar auch in der Camp Area. Mal sehen. Bis zum nächsten Video, Leute. Macht's gut. Tschüss.